Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Hier ist der Frankenandi und wir sind in LS19. Ich schaue mich gerade ein bisschen verwirrt um. Ja, ich habe geguckt, was wir tun müssen. Und zwar Stroh verkaufen. Warum stottert es denn jetzt? So. Was ist denn da von Google drin, sag mal. Also. Jetzt ist aber gut hier mit Stottern, sonst. Also wir fangen natürlich mit. Also hallo, das ist unglaublich, was ist denn jetzt auf einmal los? Fangen natürlich mit diesen. Ja, ey, jetzt mal, wenn ich das erzählt anfange, dann machst du hier einen Lacker ein oder was? Du meinst gleich irgendwas. Läuft doch gar nichts im Hintergrund. Was ist denn hier? Oh, das ist jetzt pervers hier. Aber sag mal, ich glaube, ich weiß. Das ist gar nicht gehört. Sehr merkwürdig. Also, was ich schon seit 5 Minuten versuche zu erzählen, wir fangen natürlich mit diesem Feld hier an, damit wir pflügen können und damit der Helfer mit dem tiefen Lockerer hier weitermachen kann. Ach komm ey, das macht doch so keinen Spaß. Und dann werden wir hier ein bisschen schönes Getreide anbauen. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß hier? So, mal gucken, ob es jetzt besser ist. Aha, gleich den nächsten Lack drin. Ich habe gerade eben noch Start bei Null aufgenommen, da war gar nichts. Aber das ist nur da am Hof, ne? Jetzt ist auch nichts. Schön hier die Einfahrt. Jo. Sehr merkwürdig. Ich sehe auch die Grafikkarte, die muss so Leistungsanbrüchen ist. Verstehe das nicht. Warum das sie tut?
So, 2000 haben wir schon mal generiert. Schön. Ein paar tausend können wir ja noch holen. Wie viel was liegt hier noch auf den Feldern rum? Also ich muss jetzt gleich nochmal den Rechner neu starten, das geht so gar nicht. Sehen uns gleich. So, nächster Versuch jetzt hier. Mal schauen, ob es jetzt geht für mich. Dann aber. So, hier schön runterfahren. So, den stelle ich jetzt erstmal hier ab. Dann nehmen wir uns mal dieses Gerät hier, hoppla. Hören. Hallo, seid ihr alle da? Oh, fällt ja schön zulassen. Und los geht die Luzi.
Ja, das würde ich sagen, das ist schon ein Feld. Damit kann man arbeiten, oder? Bin schon. Haben wir es ja gleich. Dann kann der Helfer hier loslegen. Mal schauen, wie weit das er kommt. Oder ob er zwischen den 22 mal die Arbeit beendet. Weil er sie erfolgreich beendet hat, die Arbeit. Ich glaube, wir brauchen Gewicht. Das ist ein bisschen leichter auf der Vorderachse. Sehr schön. Jetzt davon noch ein ganz ekelhaft. Perfekt. Bleib du mal hier stehen. Ich muss das mal hier so machen. Ah, jetzt. Jetzt geht's. Ich habe wahrscheinlich keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe, aber das macht nichts. Der kleine Pflegebereifen hat er. Nee, kann man von der anderen Seite nehmen. Vielleicht schaffst du dann fast alles. Einmal von hier los. Let's do it, baby. Let's do it. Guck mal, der fährt sogar bis zum Ende durch. Bin mal gespannt, wo er den tiefen Locker da wieder ansetzt. Ich bin
überrascht. Ich bin überrascht. So, dann machen wir hier mal unser Stroh zur Geld. Welches Objekt blockiert dich denn? Hallo Bello, ja! Ja, mein Gudela, ha, dir geht's gut, ne? Okay. Da war ein Objekt, hast du es gesehen? Vor allem, was willst du denn hier? Man muss es nicht verstehen. So, oh, um die Kurven. Ja, schau mal, die nächsten 2000. Ding, 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 ding. Wir brauchen auch noch irgendwas, um die Eier zu verkaufen, ne? Also, wir haben ja schon was, um die Eier zu verkaufen. Oh nee, dann noch, ja, wir müssen die Eier transportieren, um sie zu verkaufen, so würde ich sagen. Aber mit was transportieren wir die? Wir könnten uns den Pickup kaufen und die hinten draufschmeißen. Oder es gibt doch hier dieses kleine hier Quad oder was das darstellen soll. Das wäre auch eine Idee. I bring you ich lass mich hier überlegen müssen. Nice. Speedlimit, halte ich mich dann. Ganz reich. Ich verspreche es auch. Der Körper kann eh nicht schneller fahren.
So, tut er jetzt hier seine Arbeit? Ich glaube, er wird schon wieder durch ein Objekt blockiert. Das muss ich aber nicht bezahlen, wenn du hier rumstehst und das ist eine Frau, oder? Mal gucken, ob die besser fährt. Also die Typen, die wo da hier gefahren haben, die waren ja dumm wie Sto. Oh, jetzt habe ich das Fenster verschoben, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange die Aufnahme schon läuft. Na, ich würde sagen, wir beenden jetzt einfach mal und dann geht's in der nächsten Folge weiter, oder? So spontan. Nein, ich gucke natürlich nach, ich bin ja gar nicht so. Oh. Wird aber wirklich langsam Zeit hier. Halt. Das war gewollt so und das habe ich absichtlich so gemacht. Wollte ich mir für später aufheben, das Sturm. So, und jetzt ist die Gasse. Ui, das war knapp. Oh Gott, das Ding. Jetzt fährt er denn da zusammen. Jetzt ist er voll. Die Verwirrungstaktik hat gefuchtet. Ja, er tut jetzt was. Na, Gott sei Dank. Sie tut jetzt was. So, dann müssen wir jetzt hier gucken, dass wir den Düngesteuer mit Kalk ja noch auffüllen können, aber das machen wir heute nicht mehr.
Ein Kalb könnte ich doch gleich aufs Gekürberte draufschmeißen, ne? Und dann drüber säen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, so haben wir gesagt. Mache ich jetzt den Sturm noch da weg? Na, das. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt die Folge war, weil die. Ich glaube, so knapp 10 Minuten. Oder der erste Teil? Ich weiß es gar nicht. Als hier meine Grafikkarte ein bisschen Aua hatte. Jetzt hat sie einfach mal kein Aua mehr. Ich verstehe es nicht. Ja, die müssen ja nicht immer so lang sein, die Folgen. Können wir ja in der nächsten Folge hier weitermachen. No, oder was sagt ihr? Ja, okay, finde ich gut. Also dann, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen, ein Abo, einen Kommentar da. Empfiehlt mich weiter. Oh, jetzt muss ich die gute Helferin hier entlassen. Oh, schade. Ich bin doch kein Objekt, also hallo. Sehr unhöflich, sehr unhöflich. Ja, empfiehlt mich weiter. Und dann sehen wir uns morgen wieder zur gewohnten Zeit. Bis dann, tschüss.